Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Dieses Mal geht es um einen Kampf, welcher schon über Jahre, wenn nicht eher Jahrzehnte, andauert. Die beiden großen Kontrahenten, Son Goku und Superman. Wer wird in einem Kampf gewinnen und wie viel DC musste ich lesen, um auf den neuesten Stand zu kommen? Eine Menge und um ehrlich zu sein, Superman ist ein ziemlich langweiliger Charakter, also vom Charakter her, nicht von seiner Stärke her. Von seiner Stärke her ist er ziemlich beeindruckend, aber wäre auch traurig, wenn nicht. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich irgendwie voreingenommen hier dran gehe. Und ja, bei Screw Attack gewinnt zu 100% der Marvel- oder DC-Charakter. Zufall? Nee. Und außerdem haben die nicht wirklich Ahnung von Dragon Ball Z, was sie mehr als deutlich im Kampf zwischen Buu und Kirby gezeigt haben. Aber naja, fangen wir an. Nur kurz zu Anfang jetzt. Ja, ich weiß, dass es absolut unmöglich ist, in unserer Welt über Lichtgeschwindigkeit hinauszukommen. Denn die meisten sollten ja die Formel kennen. Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt so viel wie, je mehr Energie du in etwas reinsteckst, um es zu bewegen, desto mehr Masse nimmt es zu. Deswegen kann eigentlich nichts sich so schnell wie Licht bewegen. Aber noch eine Sache gibt es natürlich, was für uns Menschen die Lichtgeschwindigkeit, sagen wir mal zu Fuß, unmöglich macht. Und zwar der Kalorienverbrauch. Wenn man mit halber Lichtgeschwindigkeit reisen würde, so würde man knapp 215 Billionen Kalorien verbrennen. Also, bevor ihr nun halbe Lichtgeschwindigkeit rennen wollt, solltet ihr 4 Billionen 500 Milliarden Shin-Chan Cracker Packungen zu euch nehmen. Also für mich ist das eigentlich kein negativer Aspekt. Ja Freunde, ich möchte unbedingt mal diese scheiß Shin-Chan Cracker essen, aber für 90 Euro kann man mich nicht wirklich überreden. Was möchte ich denn jetzt mit der ganzen zu Anfang Aussage eigentlich aussagen? Ja, keine Ahnung. Es war ja eh jedem klar, dass man diese Geschwindigkeit in unserer Welt nicht erreichen kann. Allerdings habe ich mir jetzt selbst Hunger auf diese Kekse gemacht. Verdammt. Nun ja, kommen wir einfach mal ein wenig zu den Kämpfern. Deswegen seid ihr ja hier und deswegen mache ich eigentlich das Video. Also wieso habe ich jetzt so viel davor geredet? Naja, kommen wir einfach mal jetzt zum Hauptteil. Zum einen haben wir meinen und wahrscheinlich auch euren Kindheitsheld Son Goku. Und zum anderen eines der ältesten Superhelden, die es überhaupt gibt und somit wahrscheinlich der Kindheitsheld von der Generation vor mir. Oder vielleicht von der Generation davor. Oder vielleicht auch von irgendwem von meiner Generation. Es kommt immer darauf an, wer wann was geguckt hat eigentlich. Auf jeden Fall Superman, ihr wisst ja. Son Goku gegen Superman. Also wäre es blöd, wenn ich jetzt Aquaman sagen würde. Da ich von Dragon Ball Z schon so einiges ausgerechnet habe, findet ihr hier und ein wenig auch da ein paar Rechnungen. Also brauche ich für Goku eigentlich nur eine Sache weiter ausrechnen. Seine Kraft. Die Geschwindigkeit von Goku kennen wir somit schon. 14.285.714.285 Kilometer pro Sekunde. Ja, ich weiß, das ist Cells-Geschwindigkeit, Mindestgeschwindigkeit, aber das nehmen wir jetzt einfach auch als Goku-Geschwindigkeit. Und was kann man sich jetzt unter dieser großen Zahl jetzt vorstellen? Im Grunde genommen einfach, dass er 47.620 Mal schneller als das Licht ist. Ich weiß, darunter kann man sich auch nichts vorstellen, weil das einfach viel zu viel ist, aber das, wollte ich im Vergleich mal jetzt gesagt haben. Aber wie kommen wir nun auf seine Stärke? Jeder erinnert sich doch an das Training bei Meister Kaio, also nach der Cell-Saga. Dort hatte er 4 Gewichtsmanschetten mit jeweils 10 Tonnen dran. Wenn sich Son Goku nicht in ein Super Saiyajin verwandeln würde, wären diese 40 Tonnen sehr schwer für Son Goku und er könnte damit nicht mehr weiter trainieren. In der jetzigen Zeit bei Dragon Ball Super wird er wohl ganz locker ohne Super Saiyajin mit diesen 40 Tonnen trainieren können. Ich gehe sogar locker davon aus, dass er momentan mehr als 80 Tonnen ohne sich zu verwandeln heben könnte, beziehungsweise damit trainieren könnte. Wieso, fragt ihr euch?
Nicht nur, dass es eine ziemlich lange Zeit ist zwischen dem Anfang Buu-Saga und jetzt Dragon Ball Super-Saga, sondern war er bis dahin schon wieder ganz verletzt, zweimal, und somit bekam er ja diesen Saiyajin-Bonus. Sagen wir einfach mal, Ende Buu-Saga 60 Tonnen. Ich glaube, das ist zwar noch etwas wenig, aber es würde passen, sagen wir einfach 60 Tonnen. Dann kommt Beerus und Goku erhält seine Gottform, absorbiert ein wenig der Kraft, trainiert dann noch im Raum von Geist und Zeit und davor halt noch bei Whis. Also nicht 60 Tonnen, auch nicht 80 Tonnen, sondern 100 Tonnen wären da wirklich gerechter. Also im Super Saiyajin 5000 Tonnen, im zweifachen Super Saiyajin 10.000 Tonnen und im dreifachen Super Saiyajin 40.000 Tonnen. Jetzt wird es ein wenig schwierig, da die Gottform im Manga natürlich als schwächer bezeichnet wurde als der Super Saiyajin Gott Super Saiyajin. Macht ja auch Sinn. Nun ja, da Goku im Super Saiyajin 3 noch gar keine Chance gegen Beerus hatte und in seiner Gottform gut mithalten konnte, wäre eine Ver-15-Fachung wohl ganz gut. Warum? Der vierfache Super Saiyajin gibt nochmal mal 10 und Gogeta ist stärker als der vierfache. Und die Gottform ist nochmal stärker als Gogeta. Also wären mal 15 schon fair, vielleicht ein bisschen noch untertrieben, aber trotzdem fair. Somit kommen wir auf 600.000 Tonnen. Nun noch einmal ungefähr 1,5 draufnehmen, wegen dem Super Saiyajin Blue. Somit haben wir 900.000 Tonnen. Mit der Kaioken dann ungefähr 1 Million Tonnen. Man weiß nicht genau, ob Beerus schwächer ist als Goku. Darum möchte ich auch nicht übertreiben und dann nochmal mal 3 nehmen wegen dem Super Saiyajin Blue. Und wegen der Kaioken dann nochmal mal 2 oder whatever. Deswegen möchte ich es noch ein wenig unter Beerus halten. Also, dann kommen halt noch die Kaioken dazu und dann kommt man auf insgesamt vielleicht 1 Million Tonnen. Sehr wahrscheinlich bisschen mehr, aber 1 Million Tonnen. Und soll ich euch was sagen? 1 Million Tonnen ist, überhaupt nicht wenig. Es könnte natürlich auch sein, dass das Training viel, viel härter war, wovon ich auch ausgehe, oder vielleicht die Gottform viel mehr bringt als nur diese mal 15, oder der Super Saiyajin Blue viel mehr bringt als diese 1,5. Und somit, ach scheiß drauf, sagen wir einfach mal 5 Milliarden Tonnen, okay? Von 1 Million auf 5 Milliarden. Somit ist jeder kleinste Raum eigentlich ausgenutzt. Aber zum Vergleich mal, unser Mond würde hier 74 Trillionen Tonnen wiegen und unsere Erde 6 Trilliarden Tonnen. Wir halten fest, eine Mindestgeschwindigkeit von 14 Milliarden 285.714.285 Kilometer pro Sekunde, also 47.620 mal Lichtgeschwindigkeit und eine Hebkraft von 1 Million Tonnen bis 5 Milliarden Tonnen. Kommen wir aber einfach mal zu Superman und seinen Stats. Ich werde den stärksten Superman nehmen. Es gibt ja schließlich 53 von denen. Aber wir haben einen stärksten Goku. Und somit sollte man auch den Pre-Crisis Superman nehmen. Wir nehmen ja auch nicht einfach Kid Goku und vergleichen ihn mit dem 1 Million Superman. Man sollte schon das stärkste von beiden nehmen, damit man auch weiß, wie die stärksten halt im Vergleich zueinander sind. Und ja, ich weiß, Pre-Crisis ist nur der zweitstärkste Superman. Aber der stärkste ist nur ein komischer Halbroboter. Und den zähle selbst ich nicht mit. Außerdem gibt's bei Pre-Crisis eine Menge mehr Informationen. Zu seiner Geschwindigkeit. Nun, er hat sich einmal Brainiac geschnappt, ihn in ein schwarzes Loch geflogen und ist einfach wieder rausgeflogen. Er war einmal so schnell, dass er irgendwelche Barrieren dabei durchbrochen hat und würde er auch die letzte durchbrechen, würde er das Universum zerstören und bei Gott sein. Nee, im Ernst jetzt, er wäre dann bei Gott. Die letzte Barriere ist quasi die Haustür von Gott. Hätte Spectre ihn nicht gestoppt, würde er auch die letzte Barriere zerstört haben. Außerdem wurde seine Geschwindigkeit von einem anderen schon ausgerechnet, dem ich da ein bisschen vertraue. Und er hat halt die Szene genommen, wo Superman aus dem schwarzen Loch rausgeflogen ist. Und rausgekommen sind 273 Milliarden 750 Millionen. Mal schneller als das Licht. Also 80 Billiarden 480 Billionen 890 Milliarden.
Ja, er ist anscheinend leicht schneller als Goku. Nur knapp 5.633.662 Mal schneller als Goku. Nicht schlecht. Ja, gar nicht so schlecht. Aber kommen wir einfach mal zu seiner Stärke. Superman ist vielleicht schneller als Goku, aber ist er denn dann auch noch stärker? Ich meine, er ist zwar wirklich viel schneller als Goku, aber wenn er sonst nichts drauf hat, kann er eigentlich nur weglaufen bzw. fliegen. Was weiß man über seine Stärke? Gibt es vielleicht irgendwo eine genaue Angabe oder irgendeine Angabe, womit man auf irgendeine Stärke schließen kann? Was hat denn Superman bisher alles gemacht? Er hat einmal die Erde wieder zurecht in die Umlaufbahn gedrückt, sodass die Uhren und der Kalender an sich überhaupt noch richtig gehen, also dass die Tage noch stimmen und die Monate und die Uhren halt. Und zwar hat er die Erde wieder zurecht gepustet. Er hat so stark auf die Erde gepustet, dass er die Umlaufbahn von der Erde wieder korrigiert hat. Ich weiß zwar nicht, was für Katastrophen das auf der Erde verursacht haben muss, aber irgendwie hat er es halt geschafft, also von daher. Er hat einmal Planeten verbunden und diese dann quer durch das Universum gezogen, weil die Galaxie dieser Planeten am Sterben war. Und das Ziehen war bei ihm ziemlich mühelos. Er hat einen Zwergstern, welches mehrere Billionen Tonnen wog und mit einer Anziehung stärker als mehrere Supernovae mehrere Lichtjahre weit geworfen. Und auch das mühelos. Ein Forscher hat seine Kraft getestet, indem Superman mit einem Arm gegen eine Maschine drücken sollte. Superman hat so 200 Trillionen Tonnen gedrückt. Mit nur einem Arm. Und dann war die Maschine ausgereizt, nicht jedoch Superman. Selbst wenn Goku sogar noch 100.000 Mal schneller und stärker als das, was ich ausgerechnet habe, ist, wäre er trotzdem kein wirklicher Gegner für den Pre-Crisis Superman. Also jetzt datentechnisch gesehen. Wenn man so liest, was Pre-Crisis Superman alles gemacht hat, zum Beispiel war er noch in einem Universum mit vielen roten Sonnen und wurde deshalb halt geschwächt, hat aber dennoch zwei Meteoriten zusammengeklatscht und daraus einen Planeten erschaffen. Ich meine, seine Taten lesen sich so wie Chuck Norris Witze. Ich meine natürlich Chuck Norris Fakten. Ja. Auch hält Superman extrem viel aus. Er war direkt neben dem Urknall dabei. Das ist ja wirklich sehr beeindruckend. Aber könnte Goku nicht einfach Superman nehmen und ihn auf einen Planeten, welcher aus Kryptonit besteht, teleportieren? Oder vielleicht auf eine rote Sonne? Also wenn Goku ihn irgendwie zu fassen bekommt, denn Superman ist ja um einiges schneller als Goku. Und wenn er dann dazu noch die Zeit findet, sich zu konzentrieren und einen Standpunkt von einem Kryptonit-Planeten oder einer roten Sonne kennt, dann, naja, könnte er es theoretisch machen. Aber selbst wenn er schnell genug wäre und die Zeit findet, sich zu konzentrieren, um sich irgendwohin zu teleportieren, dann gibt es da trotzdem noch einen Haken. Goku kennt kein Kryptonit und er kennt auch nicht die Schwächen von Superman und er kennt auch nicht eine rote Sonne. Für ihn wäre es ein ganz normaler Kampf. Es geht bei Goku nie wirklich um Taktik, sondern einfach nur ums pure Draufhauen. Wer schneller und stärker ist und vielleicht früher in den Budokai Tenkaichi mit einer besseren Technik, aber jetzt momentan wer schneller und stärker ist, der gewinnt. Und Goku kann leider weder mit der Geschwindigkeit noch mit der Stärke mithalten. Euer Traum wurde zerstört, meiner auch. Trotzdem bleibt der Kindheitsheld in meinem Herzen weiterhin der Stärkste. Aber darum jetzt ein wenig ermunternde Musik für den Schluss. Und ja, seid bitte nicht zu traurig, es sind ja schließlich nur fiktionale Charaktere, wenn auch Vorbilder, trotzdem nur Fiktion. Das war es dann aber mal wieder von mir. Wir sehen uns dann mal wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde. Denn jeder, der es war, den Frieden zu zerstören, wird von hier fortgejagt, kriegt deine Kraft zu spüren. Doch dein Angriff verpufft, die Kraft ist
es geht, das ist riesengroß. Energie wird zur Luft. Ist es aus, ist das dein Los? Go! Musst immer wachsam sein. Go! Verlier die Hoffnung nicht. Go! Kämpfst du mal ganz allein. Bewahr die Zuversicht. Wer soll den Gegner